RB 12629 nach Limburg an der Lahn. Hallo, du kommst gerade aus Main-Ost und bist gerade dabei, die Wende zu machen. Bereite deinen Zug noch vor, danach kann es quasi schon losgehen. Die Zugdaten: Zugnummer RB 12629, Länge 85,6 Meter, Bremshundertstel 149, PZB-Zugort Ort, Bremsstellung R plus MG, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, die Tab-Taste ist nicht zu benutzen, gute Fahrt, Sentex. Ja, und damit Servus und grüß euch zu einer weiteren VTM Train Simulator Klassik auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann machen wir doch hier mal kurz die Meldung weg und bereiten da schon mal alles soweit vor. CVPCB Instrumentenbeleuchtung zu Spitzenlicht. Dann haben wir ja schon unsere Fahrstrecke vor uns, müssen wir noch was machen. Fahrtrichtungswender sollte noch vorne. Der soll ja hier drin sein, der Schlüssel, weil Dieseln tut er ja schon. Muss man die Federspeierbremse noch lösen. So. Dann sollte eigentlich alles passen. Was haben wir denn noch schön? Anna noch Hammer, Weißenturm, Urmitz, Koblenz, Lützel, Koblenz, Stadtmitte, Koblenz, Gleis 5 am Hauptbahnhof und dann noch Niederlahnstein abbiegen. Die Biege, Doppeltraktion. So, machen wir doch da mal die Türen gleich mal zu machen. Macht nichts bei der Person. Also der Fahrgastwechsel im Test ist ja immer noch möglich. Das Güterzügler darfst du wieder nochmal auf die Socken machen, damit wir da mal ausfackeln. Kommt da noch was? Ne, der steht nur dumm rum. Doch, da rangiert jemand. Oh Gott. Ah, geht schon. Das nennt man Timing. Tja. Timing und Bahn. Ja, aber kleiner Scherz, Entschuldigung, das musste jetzt raus. Der Eisbär rangieren oder was ist denn da? Oder ein rangierender Eisbär? Jo. Und damit 40 wieder vorsichtig durch die Weichen durchwuckeln. Damit hinten natürlich kein Kaffee to go verschüttet wird. Fahrgastansicht haben wir leider keine. So. Dann haben wir ja schon wieder im Regelgleis unterwegs und können wir gleich mal kräftig Gas geben. Gefahren dürfen, weiß, wenn man.
Bremsphase auch wieder mit einkalkulieren. Ohne 152er. Zum das jetzt wieder das, wo diese fehlende Verbindung im auf Köln-Koblenz V2 ist, wo normalerweise dieser Prellbock da mitten in der Gleis steht. War das nicht hier? Hier in der Rechtskurve? Ja, ich bin da durch, hat sie das gut. Oh, da ist er ja, genau. Nächster Halt. Weißen Turm, bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja, guten Vorsprung. Na, ich erwisch den Knopf nicht jetzt mal. Damit sie auch einsteigen können, noch nicht einsteigen. Ins Dieselschnucki. ZZ auf, wenn wir mit Kentucky. Schnucki, a Schnucki, fahren wir nach Kentucky. Tür mal wieder dicht machen. Wir haben uns gerade gesehen, es hat sich noch ein Fahrgast in den Innenraum gebeamt. Und gleich der nächste, auch noch Sub. Urmit, kenn das Urmel aus dem Eis. Oh. Schätze mal, jetzt kommt gleich eine 101er vorbei. Guter Fernverkehrszug oder nicht? Ja, oder haben wir schon. Ja, unsere Preise schon in den Geldbeutel. Rüber war das da wieder auf dieser witzigen Werbelok. Ja, ich habe jetzt schon gesehen, und wir sind unterwegs auf der Strecke Köln-Koblenz in der Version V2. Aufgabe ist von Masentex. Hat sich jemand auch wieder bei mir am Discord gewünscht, stand also auf der Wunschliste. Und daher werden wir die Aufgabe natürlich auch gerne fahren und zeigen. Von der Eifel an die Lahn. Mit Elan und Diesel. Und Sifa. Oh, der ist wirklich jetzt mal. Also die 648 da von Rail Traction, ich fand das Schüsselchen vorher wirklich gern. Glaube ich auch schon ein paar Updates drauf geklatscht gekriegt. Aber macht Spaß mit dem Ding zu fahren.
oder jemand die Aufgabe nachspielen will, den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Nächster Halt, Urmitz. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Oh, Schema, kein so straffer Fahrplan, sondern schön gemütliches Fahren. Keine Umabbremsungen. Na, bleibst du stehen? Braucht schon mal so lang zum Bremsen. Die Haltebremsen am Ding ist gar nicht so einfach. Nett hier. So, oder? Gemütlich. Wobei 648 bin ich auch noch nie gefahren. Ich weiß gar nicht, ob die Münchner Raum irgendwo einmal ancruisen, die Dinger. Im süddeutschen Raum. Ich glaube nicht, dass die Südostbayernbahn eine 648 im Portfolio hat. Mit den guten 1628 gefahren. Militärischen Sicherheitsbereich aus, wenn man die Umzäunungen da von den Abblicken so sieht. Das ist die Baggerschule. Das ist die Berufsschule, Bagger vor der Berufsschule. Da werden die Bodos ausgebildet. Ja, keine Hirnsichtstrohballen können wir mal vom Feld runter da. Das hätte ich jetzt aber beinahe übersehen.
Ich nehme jetzt einfach mal wieder langsam Fahrt mit 60, obwohl wir wahrscheinlich wieder viel zu schnell unterwegs sein werden. Oh! Das sind das Vögelchen, ne? 90. Und? Ja, war ja wieder klar. Das war wieder mal typisch. Oh, bis zur Weichen, naja. Schau her. Die geht einmal mit 45, so schlimm ist das jetzt nicht. Vorbei am Koblenz-Lützel. Wo wird das geparkt? Und dann wird das Olli, Lidl, Netto, Rewe. Eieiei, was war das wieder? Sie wird aber noch druckt. Ja. Und dann war jetzt für die Siva zu spät dran. Ich mag jetzt eine noch schauen. Bin jetzt faul. Oh, das mal keine 85 überwachen. Also dürfen wir jetzt normalerweise. Ui! Schnucki! Der Gurde! Da ist ja der Buckel! Schaut einmal cool aus, so, jawohl. Vielleicht habe ich sowas übersehen vorhin. Das muss ich mir noch aufzeichnen und mir angucken. Und ich freue mich schon auf die netten Kommentare unter dem Video. Fahren Sie über Koblenz-Lützel, Bahnsteig 4, Gott, da müssen wir also nicht stehen bleiben. Wir könnten, wenn wir wollten, aber wir brauchen nicht. Nächster Halt, Koblenz, Stadtmitte. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Next Stop, Koblenz, City Center. 50, schon mal ganz was Neues, juhu. Sollte der Bremse nicht an der Gas geben, gell? Ist ja alles gut. Wir sitzen jetzt wieder vor der Kommentarfunktion und tippen raus. 10. Wenn dann bitte Hashtag raus, das ist mal geil.
aber ich finde es cool, dass wir jetzt keine Fahrzeiten mehr drin haben. Haha. Schon eine saftige Verspätung. Ganz, ganz flockig. Haben wir den Enno Koblenz Stadtmitte, da haben wir gerade, dann haben wir Enno Koblenz Hauptbahnhof, Bahnsteig 5 und dann machen wir uns wieder aus dem TS raus. Aus der Strecke. So, 60 oder 40? Kriechgeschwindigkeit 40, oder? Nein, 60, hey. Bei den 60 gehen jetzt wahrscheinlich am Signal und jetzt hast du dann eh wieder 40. Fangen wir mal anständig 50. Na, die Weißwurst steht auch noch am Bahnhof, bist du noch gar nicht weg, hey. So, dann mit ans Dubbing passen. Was soll ich denn? Nächster Halt: Koblenz Hauptbahnhof. Next Stop: Koblenz Central Station. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ich mache rechts eh nicht auf. Ich wollte gerade sagen, es kann alles so schnell in den IC1 umsteigen, aber tja, dort wird wohl nichts mehr. Das Ding ist weg. Hättest du aber auch noch schnell warten können, Schatzi. Aber der Weißwurst scheint zu pressen. Ja, tut mir leid, zu spät. Brauchst gar nicht auf die Uhr schauen. Denkst mal ein bisschen eher am Bahnhof, dann klappt es auch mit dem Zug. Oh, schöne alte T-Evergons auch noch da vorne. Auch noch in Ozeanblau-Beige. Sehr schön. Wow. Nochmal so ein Geldbeutel in der Geldbeutel schon in das Werbe-Dingsbums. Naja. So, und wir fahren jetzt dann in Richtung Niederlahnstein. Das Szenario ist allerdings leider dann hier zu Ende. Ich sage auf alle Fälle danke fürs Zugucken. Hat mich gefreut. Lade euch natürlich gerne ein, eins meiner anderen Let's Plays sich anzugucken oder mal in einem meiner Livestreams dabei zu sein. Immer schön ein Abo da lassen und die Klingel aktivieren, dann versäumt ihr auch nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und dann warten wir mal auf die Abschlussmeldung. Ich
sage schon mal Servus und bis zum nächsten Mal. Euer Maverick.